Ja, ich rede schon wieder über Pokémon-Spin-Offs. Heute mit der Pokémon Ranger-Reihe. Pokémon Ranger ist eine Spin-Off-Reihe mit insgesamt 3 Teilen. Allerdings kam seit Ewigkeiten kein neuer Teil raus, was die Frage aufwirft, was wurde eigentlich aus Pokémon Ranger? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns die Spiele doch einfach mal genauer an. Am 13. April 2007 erscheinte der erste Ableger der Pokémon Ranger-Reihe für den Nintendo DS. Das derzeitige Spiel der Hauptreihe war hierbei Pokémon Diamant und Perl. Pokémon Ranger ist eine Action-RPG-Reihe, die sich grundlegend von den Hauptspielen der Reihe unterscheidet, da man nicht wie üblich Pokémon mit einem Pokéball fängt, sondern sie nur temporär zähmt und die kleinen Monster hauptsächlich als Unterstützer bei Fangversuchen oder gegen naturbedingte Hindernisse einsetzt. Pokémon Ranger 1 Story. Im Spiel versetzt man sich in die Rolle eines Pokémon Rangers. Aufgabe eines Rangers ist es, den Frieden und das Gleichgewicht der Natur zu erhalten, weshalb die meisten Pokémon mit Hilfe eines Fangcoms auch nur kurzzeitig gezähmt werden und nach ihrem Einsatz wieder freigelassen werden. Gemeinsam mit seinem Partner-Pokémon Plusle oder Minun deckt der Spieler nach und nach die Machenschaften der Power Rock Bande auf, eine kriminelle Organisation, die Pokémon lediglich als Werkzeug betrachtet und deren Anführer Gunther plant, die 3 legendären Pokémon Raikou, Entei und Suicune unter seine Kontrolle zu bringen. Der Hauptcharakter namens Lunas oder Solana erhält zu Beginn des Spiels die Gelegenheit, einen Pokémon-Partner zu fangen. Welcher das ist, hängt von seinem Geschlecht ab. Spielt man den Protagonisten Lunas, erhält man ein Minun und spielt man die Protagonistin Solana, so bekommt man ein Plusle. Im Unterschied zu allen anderen Pokémon, denen der Spieler während der Mission begegnet, bleibt das Partner-Pokémon dauerhaft an seiner Seite. Gameplay. Insgesamt kann man im Spiel bis zu 213 verschiedene Pokémon antreffen, aus der ersten bis zur dritten Generation. Das Gameplay besteht hauptsächlich daraus, Quests abzuschließen und das Ziel der Quest mit den auf den Routen vorhandenen Pokémon zu erreichen. So benötigt man zum Anfang des Spiels zum Beispiel ein Hydropi, um einen im Brand gesteckten Baum zu löschen. Spielmechanik. Die Hauptspielmechanik unterscheidet sich erheblich von denen der Hauptreihe. Pokémon fängt der Spieler nicht mit Pokébällen, sondern mit einem Fangcom, ein Apparat, der zum kurzzeitigen Zähmen von Pokémon genutzt wird. Da es ein DS-Spiel ist, macht das Spiel beim Einsatz des Fangcoms einen vergleichsweise exzessiven Gebrauch vom Touchscreen und Stylus des Nintendo DS. Um ein Pokémon zähmen zu können, zeichnet man einen Kreis um die Pokémon, wobei die Zahl der notwendigen Umkreisungen von der Art des zu fangenden Pokémons abhängt, was dazu führt, dass der untere Screen des DS immer komplett zerkratzt ist. Pokémon-Kämpfe im eigentlichen Sinne finden während des Spiels hingegen nicht statt. Anstelle von Attacken verfügen Pokémon über Pokémon-Stärken, die das Fangen von Pokémon erleichtern sollen. Die Kraftpunkte des Pokécoms sind hierbei die Lebenszeit des Spielers. Wird das Umkreisen durch eine Attacke eines Pokémons unterbrochen, so bekommt man Kraftpunkte abgezogen. Sinken die Kraftpunkte auf 0, so ist man Game Over und gezwungen, am letzten Speicherpunkt neu zu beginnen. Durch Zähmen von Pokémon steigt der Rang des Protagonisten. Dadurch steigt die Anzahl der gleichzeitig zähmbaren Pokémon und die Anzahl der Kraftpunkte des Rangers. Neben dem Einsatz bei Fangen anderer, stärkere Pokémon können die gefangenen Pokémon zudem auch Fähigkeiten zur Beseitigung von Hindernissen im Terrain einsetzen. Als Ranger besitzt man natürlich auch einen Pokédex. Das Ranger-Verzeichnis ist hierbei das Äquivalent zum klassischen Pokédex. Spielwelt. Die Region Fiore ist eine naturbelassene Landschaft, in der Menschen und Pokémon im Einklang miteinander leben und sowohl Pokébälle als auch Pokémon-Kämpfe unbekannt sind. Es gibt nur 4 große Städte, Ringstadt, Herbstenau, Sommerling und Frostberg, die die Jahreszeiten repräsentieren. Dichte Wälder und Dschungel sowie lange Sandstrände und Gebirgeketten prägen das Bild der Region. Manaphy Eye. Meistert man alle Spezialmissionen, kann man im Ranger-Netz eine weitere Mission mit dem Titel Rette das wertvolle Ei freischalten. Während dieser Mission erhält man ein Manaphy-Ei. Dieses Ei kann man dann schließlich mit Hilfe des Geheimgeschehens auf eine Edition der 4. Spielgeneration übertragen. Ein Jahr später folgte aber schon der nächste Teil, Pokémon Ranger Finsternis über Almia. Die Hauptgeschichte spielt diesmal in der Region Almia. Hierbei spielt man einen Ranger-Schüler, der die Machenschaften von Team Nachtschatten aufhalten soll. Diese wollen mithilfe des Schattenkristalls eine alte Maschine, den Altruturm, betreiben, der es Team Nachtschatten ermöglicht, alle Pokémon der Almia-Region zu kontrollieren. Der Schattenkristall symbolisiert das Böse. Seine Macht kann nur mit den 3 Edelsteinen annulliert werden. Aber was sind diese Edelsteine? Ab hier wird es ein bisschen kompliziert. Die 3 Edelsteine tauchten in einer alten Geschichte der Almia-Region auf. In dieser Geschichte wird von einem König in Schwarz, der den Schattenkristall symbolisiert, und seinen 3 Söhnen in Blau, Rot und Gelb, welche die 3 Edelsteine symbolisieren, erzählt. Die Prinzen haben sich ständig geschritten und der Vater trennte sich deswegen voneinander. Der Blaue blieb bei seinem Vater auf Schloss Almia, während der Rote im Brodelvulkan verbrannt wurde und der Gelbe in den Hypoteros-Tempel ging. Aufgrund dieser Geschichte nennt man die Splitter der Edelsteine auch Tränen der Prinzen.
Damit das Team Nachtschatten mit dem Schattenkristall nicht die Pokémon der Welt kontrolliert, muss man während des Spielverlaufs nach jedem Edelstein suchen. Die Edelsteine werden von dem Wächter-Pokémon bewacht und beschützt. Es handelt sich um äußerst starke und schwere fangbare Pokémon. Lucario, der Wächter des blauen Edelsteins, Heatran, der Wächter des roten und Cresselia, der Wächter des gelben Edelsteins. Da Team Nachtschatten mitbekommen hat, dass die Ranger versuchen, ihre Pläne zu vereiteln und sich auf die Suche nach den Edelsteinen machen, versuchen sie dies mit allen Mitteln zu verhindern. Charaktere. Da die Story ein bisschen komplexer ist, schauen wir uns die wichtigsten Charaktere nochmal genauer an. Zum Start des Abenteuers hat man die Auswahl zwischen dem Protagonisten Primo oder seinem weiblichen Gegenstück Katrin. Die Verbrecherorganisation ist das Team Nachtschatten mit dem Anführer Nubilus Strahlemann. Im Spielverlauf trifft man zudem auch noch auf das Sinestrio, die drei stärksten des Team Nachtschattens. Natürlich trifft man im Spielverlauf auf viele weitere Charaktere, diese werde ich jedoch gekonnt ignorieren, da ich nicht viel dazu zu sagen habe. Gameplay. Viel hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht geändert. Die Grundmechanik des Spiels, also das Umkreisen von Pokémon, ist immer noch genau gleich. Jedoch wird dem Spieler nun angeboten, sich ein Partner-Pokémon aus 17 vorgegebenen Pokémon auszusuchen. Dieser ist jederzeit wechselbar in der Partnerfarm. Jedoch stehen bei der ersten Auswahl des Partners nur Mampfaxo, Pachirisu und Staralili zur Verfügung. Pokémon. Zählen lassen sich in diesem Teil nun 270 Pokémon aus den ersten 4 Generationen, die allesamt in einem Jahr angetroffen werden können. Das bedeutet ganze 57 Pokémon mehr als im ersten Teil. Spielwelt. Die Almia-Region ist Heimat verschiedenster Landschaften und Lebensräume von Pokémon. Das Zentrum und der Süden der Region sind reich an Wäldern und Flüssen. Im Nordwesten ist die Region von Eis überzogen und beherbergt das verlassene Schloss Almia, während man im Nordosten das gebirgige Chromaland mit den Chroma-Ruinen vorfindet. Auf einer Insel im Osten hingegen ist das Klima der Brodellande wesentlich wärmer, was an der Vulkanhöhle liegt. Schließlich findet sich im Südosten eine Wüstenregion mit dem Haruba-Dorf und dem Hypoterus-Tempel. Aber auch industrielle Einrichtungen wie das Altru-Gebäude der Altru GmbH oder das Ölversteck, ein altes Ölfeld, das von Team Nachtschatten als Versteck genutzt wird. Wie auch schon im ersten Teil gibt es hier wieder ein exklusives Manaphy-Ei für eine abgeschlossene Mission. In dieser Mission findet ein Bonaira das Manaphy-Ei. Der Spieler muss das Manaphy-Ei nun beschützen. Wenn er das geschafft hat, kann er es, wie bei den Vorgängern auch, auf die Diamant, Perl, Platin, Hardgold oder auch Soul-Silver-Edition übertragen. 2 Jahre später folgte der nächste Teil mit Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Als Held der Geschichte wird man mit einer Mission beauftragt, die einen an die entlegenen Orte der Oblivia-Region führt. Die Aufgabe besteht darin, die Pokémon von einer skrupellosen Bande von Verbrechern zu beschützen, die sich selbst Pokénapper nennen und Pokémon entführen. Diese Pokénapper werden jedoch von einer kriminellen Gruppe namens T-Gesellschaft geleitet. Mithilfe von legendären Pokémon, die man auf der Reise trifft und ab diesem Zeitpunkt auch jederzeit beschwören kann, versucht man die bösen Pläne der T-Gesellschaft zu durchkreuzen. Gameplay. Zum Gameplay muss ich diesmal nicht viel sagen, da sich erneut bis auf Kleinigkeiten nicht viel geändert hat. Spielwelt. Dieses Mal spielt sich das Spiel in der Oblivia-Region ab. Oblivia besteht aus 7 verschiedenen Inseln, von denen 2 miteinander verbunden sind. Im gesamten Spiel gibt es nur insgesamt 3 große Städte. Ukulele Pikachu. Der beste Teil des Spiels ist aber das Partner-Pokémon Ukulelen Pikachu. Ich meine, schaut es euch einfach an, ein Süßi. Es lebt auf der ersten Insel, die man im Spiel besucht, friedlich mit anderen Pokémon, bis die Pokénapper alle Pichus entführten. Es schloss sich daraufhin mit Julian oder Sonja an, um seine Freunde zu befreien. Was wurde aus Pokémon Ranger? Um zu verstehen, warum bis heute kein neuer Ranger-Teil rauskam, schaut man sich am besten die Verkaufszahlen der Teile genauer an. Pokémon Ranger hat sich weltweit 2,9 Millionen Mal verkauft, Pokémon Ranger 2 nur noch 2,3 Millionen Mal und Pokémon Ranger 3 dann nur noch 1,5 Millionen Mal. Es war hierbei deutlich zu sehen, dass die Kurve mit jedem neuen Teil deutlich nach unten zeigte, wodurch sich ein neuer Teil wirklich nicht gelohnt hätte. Vergleicht man diese Zahlen mit der Pokémon Mystery Dungeon Reihe, kann man sehen, warum Game Freak und Nintendo eher an dieser Reihe festgehalten haben. Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit und Dunkelheit haben sich hierbei weltweit 4,8 Millionen Mal verkauft. Erkundungsteam Blau 3,4 Millionen Mal bzw. Rot 2,3 Millionen Mal und Erkundungsteam Himmel 1,5 Millionen Mal. Die weitere Frage ist, inwiefern sich ein neues Spiel der Serie wirklich lohnt. Was wollen die Entwickler an der Serie noch ändern und wie überträgt sich die Spielmechanik, die komplett auf den DS ausgelegt ist, auf neueren Konsolen von Nintendo? Vielleicht ist die Serie einfach beendet. Nach fast 10 Jahren geht die Hoffnung auf einen neuen Teil langsam verloren. Wenn sie die Serie hätten fortsetzen wollen, dann wäre der 3DS doch die optimale Plattform gewesen. Daher werden wir wohl in Zukunft nie wieder einen neuen Teil der Pokémon Ranger Reihe sehen. Und damit auch kein Pichu mit einer Ukulele.